ich hatte euch ja über Instagram gefragt, ob ihr lieber ein DM oder ein Rossmann-Haul von mir sehen möchtet. Ihr habt euch für den DM-Haul entschieden und deswegen gibt es heute für euch einen DM-Haul. Außerdem habe ich erneut ein Gewinnspiel für euch. Und zwar habe ich einige Produkte, die ihr hier gleich sehen werdet, mehrfach gekauft und daraus 3 Pakete zusammengestellt. Ja, und jedenfalls, wie ihr euch schon denken könnt, haben 3 von euch die Chance, je ein Paket zu gewinnen. Was für Produkte das sein werden und was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr am Ende des Videos. Ja, außerdem wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video. Mit dem ersten Produkt, beziehungsweise mit den ersten beiden Produkten, und zwar den Weichspüler von Vernelle. Aromatherapie, einmal in der Duftrichtung traumhafte Lotusblüte und das zweite ist bezaubernde Magnolie. Es ist wohl neu. Ich kannte auch beide noch nicht. Bis zu 140 Tage wie frisch gewaschen, ein Parfümerlebnis. Viel kann ich dazu nicht sagen, außer dass es 1,75 € gekostet hat, weil ich beide Duftrichtungen noch nicht kannte. Gut. Dann machen wir mal weiter mit dem zweiten Produkt oder mit dem nächsten Produkt. Ja, von Sacrotan 2-in-1 reinigt und desinfiziert. 1 Liter, das ist eine XXL-Packung, Küchenreiniger. Nutze ich sehr oft, nutze ich sehr viel. Entfernt Fettspritzer und Eingebranntes. Ist auch sehr wirksam. Wer mich schon länger folgt, der weiß es, dass Sacrotan eine meiner Lieblingsmarken ist, die ich sehr gerne nutze. Und also ich nutze Sacrotan, wie gesagt, sehr gerne. Und auch der Küchenreiniger gehört bei mir immer dazu. Ja, er kostet 2,95 € und wie gesagt, das ist jetzt die XXL-Version mit 1 Liter. Und dann machen wir weiter mit einer Palette Hello Berlin von Essence. Ich zeige es euch auch mal von innen. Ich mache sie mal kurz auf. So. Ich zeige es euch, glaube ich, so, da sieht man es auch etwas besser. Also ich finde die Farben sehr, sehr schön. Zeige ich euch jetzt mal ein bisschen näher, ja. Okay. Wie gesagt, das ist Hello Berlin, kostet 6,95 €. Und ich bin schon mal gespannt. Eyeshadow Palette. Und dann kommt noch eine Palette, auch von Essence. Wanna Be My Honey heißt die. Das ist... von dieser Sonderausgabe nennt man es, glaube ich. Also von diesem kleinen Display, der da immer auf der, bei dem Essence-Display ist, habe ich den geholt. Die Palette kostet 7,75 €. Ich mache es euch auch mal kurz auf. Ich finde die Farben wirklich passend zu Honig. Nein, Wanna Be My Honey. Also ich finde die echte Highlighter und... Ja, die Palette ist, ich finde die Farbe einfach genial. Da kann man bestimmt was Schönes zaubern. Gut, dann machen wir weiter mit der Fußcreme. Brauche ich auch, gerade im Sommer nutze ich sehr, sehr viel Fußcreme. Und die kannte ich jetzt noch nicht. Ich muss euch sagen, ich kannte viele Produkte noch nicht, da ich das letzte Mal bei DM war vor Corona, also schon sehr, sehr lange. Ich habe zwar 3 Online-Bestellungen gemacht, aber ja, viele Produkte sind eben für mich jetzt neu. Ich weiß nicht, ob sie wirklich so neu sind. Das ist Bella Ciao, heißt die Fußcreme. Und ich rieche mal kurz dran. Die riecht wirklich richtig gut nach, was ist das? Pink Pomelo Duft. Also ich finde, sie riecht nach Granatapfel. Aber ich glaube, Pomelo ist so ein bisschen Granatapfel, nicht Grapefruit, meinte ich. Entschuldigung. Ja, aber sie riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hatte ich den Preis, hatte ich glaube ich noch gar nicht gesagt. Die kostet 1,35 €. Ja, weiter geht's mit meinem absoluten Must-Have. Nee, das nicht. Das ist, machen wir gleich noch. Das war, ich wollte erst dazu was sagen. Aber wir hatten glaube ich auch noch eine andere Sorte von dem Wasserspray. Das ist aber nicht das, das andere. Egal. Ja, ein bisschen durcheinander jetzt hier. Ja, mein absolutes Must-Have im Sommer, ich hatte es schon auf Instagram erzählt, ist dieses Wasserspray von Balea. Ich liebe das einfach und gerade im Sommer ist es so erfrischend und ja, was soll ich dazu sagen? Ja, gehört bei mir einfach im Sommer dazu. Ich mache es für Gesicht und Körper. Ich mache es gerne in den Kühlschrank
bevor ich es nutze. Und ja, dann ist es noch erfrischender. Und auch meine Kids, die lieben das. Es kostet 1,45 Euro. Und wie gesagt, nachher kommt noch grüner Tee und Jasmin hatten wir, glaube ich, auch noch. Das zeige ich euch dann gleich auch noch. Das ist wahrscheinlich in einer anderen Tüte. Wir packen einfach irgendeine Tüte aus und schauen, was drinnen ist. Dann machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Produkt. Okay, das ist, kennt glaube ich jeder, Airwick, nutze ich sehr, sehr gerne. Das ist jetzt die Sorte Mandarine und Limette. Ich habe einfach wieder Nachschub gebraucht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich diesen Duft schon mal hatte oder ob der neu ist. Keine Ahnung. ich hatte eigentlich gar keine Sommerdüfte, die habe ich noch gar nicht. Ich hatte immer noch die Winterdüfte. ja, aber Airwick brauche ich einfach immer. Und da habe ich das Duopack genommen, weil das kostet nur 3,95 Euro. So, und das braucht man auch immer. So sieht man es besser. So sieht er das. Feuchtes Toilettenpapier, das ist eine Limited Edition Sommerglück. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die von DM, der Eigenmarke Sanft und Sicher. Und die finde ich sehr gut. Die trocknen nicht so schnell aus. Ich hatte letztens eine, die ich bei Müller mitgenommen habe, die feuchten Toilettenpapiere. Das feuchte Toilettenpapier von Müller. So, ich erzähle heute da ein bisschen Quatsch. ja, auf jeden Fall finde ich die von DM sehr gut. Die trocknen einfach nicht so schnell aus wie das die von Müller. Also die haben wirklich, die sind wirklich sehr schnell ausgetrocknet und ja. Das sind, ich weiß gar nicht, 50 Stück, 150 Tücher sind insgesamt drinnen. Die kosten 2,95 Euro. So, und jetzt kommt der Rasierschaum. Eigentlich brauche ich keinen neuen Rasierschaum, aber ich liebe einfach den Kokosduft. Und aus dem Grund habe ich es mir nur mitgenommen. Also, ja. Kokos, also irgendwie immer, wenn irgendwo Kokos draufsteht, dann nehme ich es mit. Und ja. Was soll ich dazu sonst noch sagen? Rasierschaum, eben. Achso, was ich noch für empfindliche Haut ist der. Ja, schon länger folgt, weiß ich, liebe Gesichtsmasken. Ich habe es in dem DM-Haul auch schon gesagt. Die müssen einfach bei mir immer mit. Ich habe jetzt die neuen Masken von Schebens mal mitgenommen. Die habe ich noch nicht getestet. Die neuen Tuchmasken von Schebens sind das. Einmal Hyaluron. Hydro Booster polstert auf und glättet 140% mehr Feuchtigkeit für alle Hauttypen. Dann die Vitamin C Tuchmaske, der Energiebooster, sofort mehr Glow und Feuchtigkeit, mildert Fältchen, auch für alle Hauttypen. Und dann noch die Aloe Vera Regeneration Boost, Booster, fördert die Zellerneuerung, spendet intensive Feuchtigkeit für auch für alle Hauttypen. Preislich liegen sie bei je 1,75 Euro. So, und weiter geht's. Jetzt kommt das Wasserspray, wo wir vorhin eigentlich schon hatten. Ist das jetzt mit grüner Tee und Jasmin. Wir, wie gesagt, haben bis jetzt immer dieses Kokos genutzt, aber wir dachten, okay, wir probieren es einfach mal, wie es vom Geruch her ist. Und das kostet genauso wie das Kokos 1,45 Euro. Und jetzt kommt noch das Spülmittel. Das hatte ich mir schon mal online bestellt und fand es echt vom Duft her so gut, dass ich gesagt habe, okay, das nehme ich mir noch mal mit. Das riecht wirklich super. Also mir riecht es gut. Also ich finde, es riecht wirklich sehr, sehr gut. Das Spülmittel Ultra und Spülbalsam ist es von Denkmit. Einmal Sweet Paradise und Peach Breeze kostet je 70 Cent. Und ich finde generell so die Spülmittel von Denkmit, der DM-Eigenmarke, sind sehr gut. Die mag ich sehr gerne. Neben der Marke Fit. Heißt sie Fit? Ja, ich glaube Fit heißen sie. Ferry, jetzt habe ich es, sind es meine Lieblingsmarken an Spülmittel, wo ich einfach überzeugt bin, dass sie gut sind. Oder wo ich einfach gerne nutze, sagen wir mal so. Ja, ich erzähle heute wieder viel zu viel, glaube ich. So, das hat sich Elas rausgesucht. Er ist ja ein Fußballfan und spielt auch selber Fußball.
Das ist Dusche und Shampoo, was er wahrscheinlich dann immer zum Sport mitnehmen wird, beziehungsweise zum Fußball. Sport in der Schule haben sie ja nicht mehr. 2-in-1 Dusche und Shampoo, hatte ich glaube ich gerade schon mal gesagt. Und das sind 250 Milliliter drin, ist von Sauber und kostet 1,45 Euro. Jetzt kommt wieder auch so noch eine Gesichtsmaske, beziehungsweise noch zwei Gesichtsmasken. Und drei sind es insgesamt. Drei Gesichtsmasken noch von der DM-Eigenmarke Balea. Die Tuchmaske Kaktus, die hatte ich schon mal, die fand ich echt gut, deswegen habe ich sie mir auch nochmal mitgenommen. Sind alles drei übrigens Limited Editions. Die zweite ist Copacabana. Die kenne ich jetzt noch nicht. Und die dritte kenne ich auch noch nicht. Das ist Peach Iced Tea. Das ist aber jetzt keine Tuchmaske, das ist eine normale Gesichtsmaske. Ja, also mal gucken, ich teste es auf jeden Fall alle und egal was, ich werde euch auf jeden Fall in meinen Aufgebraucht-Videos davon berichten. Achso, preislich ist die Peach-Maske, die kostet 40 Cent und die anderen finde ich jetzt auf die Schnelle nicht, werde ich euch dann einblenden. Ich habe jetzt doch noch gefunden, 95 Cent kosten die anderen, also die Kaktus und Copacabana. Okay, dann machen wir aber jetzt weiter mit unserem nächsten Produkt und zwar Balea Pflegecreme. Das ist, also Rehana liebt diese kleinen, die sie einfach in die Tasche steckt. Und deswegen habe ich die für sie mitgenommen. Das ist einmal für dich, Herzensmensch, und dann nie ohne dich. Die kosten 95 Cent je. Und wie gesagt, Rehana hat die gern. Also ich nehme die eigentlich regelmäßig mit für sie und die mag sie sehr gerne, vor allem Kokos mag sie ja eh. Also das eine ist Kokos und Ananas und das andere ist Mango und Passionsfrucht. Generell Seifen von Balea, Handseifen, Flüssigseifen finde ich echt gut und kaufe die auch immer gerne nach. Das ist jetzt hier die Küchenseife, reinigt mild, neutralisiert Küchengerüche an den Händen mit dem Duft von Zitrone, Limette und Melisse. Ich finde es sehr gut, ich hatte die auch schon öfters, kostet 95 Cent die Packung und ja, weiter geht's mit der nächsten Seife. Die Seife, die hatte ich mir auch schon im Internet bestellt gehabt, die Handseife Calm Kokos mit Kokosextrakt und dem sanften Duft nach Kokosnuss. Die duftet wirklich sehr, sehr gut, deswegen habe ich sie mir jetzt auch nochmal geholt, weil bin wirklich überzeugt gewesen von ihr. Und die kostet 95 Cent. Ebenfalls 95 Cent. Und jetzt geht's weiter mit noch mehr Seife. Ich liebe die Seife von Balea einfach. Und wenn ich da schon mal beim DM bin und shoppe, dann zählt er die überhaupt, ja. Ja, dann nehme ich gerne ein paar mehr mit. Also die Kokos Lotusblüte, die kenne ich, die gibt es auch schon länger. Und die nutze ich wirklich sehr, sehr gerne und auch die duftet so genial. Ja, also mag ich wirklich sehr gerne. Die anderen beiden kannte ich jetzt noch nicht. Das ist einmal die Cremeseife Bella Ciao und Pacific Vibes. Die Bella Ciao ist mit Pink Pomelo Duft. Das ist ja das gleiche wie die Fußcreme, die ich hatte. Und dann noch das andere ist mit Frangipanti Duft. Okay, das sagt mir jetzt nichts, aber vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht kennt ihr das, ich kenne es nicht. Ja, kostet je 65 Cent. Ich finde einfach bei den Balea-Seifen stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Es sind ja immer 500 Milliliter drinnen und das ist wirklich gut. Ja, weiter geht's. Jetzt kommt ein Produkt von Dove, Summer Glow. Ich muss sagen, da wurde ich geinfluenced, ich glaube, so nennt man das, von einer auf Instagram, die das genutzt hat und ich möchte das jetzt einfach gerne mal probieren. Die ist total begeistert davon. Ja, das ist dieses Summer Glow, also mit einer zarten, sanften Selbstbräuner, was ich heute wieder rede, ich weiß auch nicht. Naja, ihr wisst das hier mit sanften Selbstbräuner drinnen. Und ja, ich werde es probieren. Ich werde euch auf jeden Fall davon berichten. Ist nicht, kostet 2,95 Euro.
Ja, Dove generell mag ich ja sehr gerne. Ich kannte das jetzt aber noch nicht und bin mal gespannt, wie es ist. Ich werde euch auf jeden Fall mit meinen aufgebrauchten Videos berichten, und dann vielleicht auch sagen, von wem die. Weiter mit der Verwöhndusche. Das sind wieder die beiden Bella Ciao und Pacific Vibes. Und dann habe ich noch Caribbean Feelings mitgenommen. Das ist wieder mit dem Duft von Kokos. Und ihr wisst ja, der Duft von Kokos. Ich liebe Kokosduft. Ja, ist einfach so. Generell finde ich die Duschgels von Balea sehr gut. Ja, ihr merkt schon, die Eigenmarken haben es mir ein bisschen angetan, aber ich finde es einfach echt gut. Also, ich wurde bis jetzt noch von keinem enttäuscht, sage ich jetzt mal, wo ich wirklich sagen konnte, wo ich wirklich gesagt habe, das ist absoluter Schrott, das war bei mir jetzt einfach noch nicht so. Und ich habe daran schon gerochen, das riecht so gut. Wow, einfach genial. Also da bin ich wirklich schon gespannt auf das hier. Aber auf die anderen auch. Mal gucken. So, dann jetzt von Petit Protect. Da machen ja gerade viele Werbung dafür. Und es ist so, dass Elias in letzter Zeit eine sehr trockene Haut hat. Und parfümierte Cremes er nicht so verträgt. Sag mal einfach mal so. Und aus dem Grund habe ich jetzt mal gedacht, ich probiere es mal mit diesem Patty, heißt es echt Patty oder Patty? Patty Protect, keine Ahnung. Pflegelotion. Sind 250 Milliliter drin, kostet 3,25 €, also ist nicht ganz billig, aber es ist vegan. Es ist mit Panthenol, Mangobutter und Jojobaöl, ohne Mikroplastik, Partikel, also schon mal sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, wie es ist. Es ist eben parfümfrei und mal gucken, sensitiv auch. Ja. Ich werde euch auf jeden Fall berichten. Ich muss es, glaube ich, nicht immer sagen, ihr wisst, ich werde euch in meinen Aufgebraucht-Videos auf jeden Fall berichten, wie mir die Produkte gefallen haben, die ich noch nicht kannte, aber auch die ich schon kannte und nochmal kaufen werde. Ja, mit Zellenreinigungssticker, die habe ich einfach gebraucht, deswegen habe ich sie mitgenommen und ja, ich habe da eigentlich keine Favoriten, also Nivea, Balea, also ich nutze eigentlich ja, am liebsten Nivea oder Balea Reinigungstücher und ja, dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen, es sind halt Reinigungstücher und kosten 1,55 € drei in eins ist es, ach so, genau, drei in eins, seht ihr, 25 Tücher sind übrigens drin. Okay, dann machen wir weiter mit Waschgel, Rosenwasser. War auch so, dass ich einfach ein neues Waschgel gebraucht habe und ich dachte mal, okay, das ist jetzt neu, ich probiere es einfach mal. Ihr wisst ja vielleicht, ich teste gerne neue Produkte und ja, das kostet 3,95 €, ist für alle Hauttypen geeignet und ja, mal gucken, wie es so ist. Es duftet nach Rose. Und ja, das ist ja. Das ist die Limited Duft Edition von den feuchten Allzweck-Tüchern, nicht Allzweck-Reinigungstüchern, Wassermelone. Ich muss euch sagen, ich nutze diese feuchten Allzweck-Tücher sehr gern und gerade von der DM-Marke. Ja, ihr wisst, benutze ich sie besonders gern, sage ich mal so. Gerade wenn man einfach mal schnell was wegwischen muss. Also sind die einfach sehr, sehr praktisch. Hygienische Sauberkeit für zwischendurch, ideal auch für unterwegs. Also ich habe auch immer eine Packung im Auto. Ja, preislich. Ich bin hier gerade beim Preislich kosten sie 1,25 €. Das nächste ist ein Bodygel Aloe Vera, spendet Feuchtigkeit und belebende Frische. 48 Stunden Pflege für jeden Hauttyp geeignet. Kostet 1,95 € und weiter geht's. Ich mache jetzt ein bisschen schneller, ich will euch da nicht so viel mehr zuquatschen. Das nächste Produkt, denke ich, wisst ihr, warum ich das gekauft habe? Ja, es ist wieder mit Kokosduft. Mit Kokosduft und mit natürlichen Kaffee-Peeling-Körnern. Ein Duschpeeling, Limited Edition. Kostet 1,45 €. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Das duftet auch wirklich schon gut. Also, es duftet so nach Kaffee-Kokos. Also, wirklich sehr guter Duft.
Und noch eine Bodylotion. Caribbean Feelings. Duftet nach Kokos. Also auch wieder Kokos. Und ja, das habe ich auch vorhin schon gerochen. Das riecht auch wirklich sowas von gut. Kostenpunkt ist, oh, das riecht wirklich sehr, sehr gut. Ja. Kostenpunkt 1,95 €. Jetzt machen wir noch mal weiter. Das kannte ich jetzt noch nicht. Ist, glaube ich, auch relativ neu. Ups, es rollt hier weg. Ich hoffe, ihr seht das. Ja, sieht man, glaube ich, ein bisschen. Von Dove Body Joghurt, Körpercreme. Also da bin ich wirklich gespannt. Generell, ich mag die Marke Dove sehr, sehr gerne. Vor allem die Body Lotions, weil ich die einfach toll finde. Die spenden einfach so Feuchtigkeit. Also ich rede natürlich jetzt von mir. Natürlich ist jeder Hauttyp anders, aber ich finde Dove wirklich sehr gut. Und es hält auch sehr lange an, wenn ihr wisst, was ich meine. Da kostet jetzt eine Packung von diesem Body-Joghurt 4,45 €. Aber wie gesagt, ich bin schon echt gespannt, wie das ist. Das eine ist, der rollt schon weg, Granatapfel-Shea-Butter und das andere ist Macadamia-Reismilch. Für schöne, weiche Haut. Also, wie gesagt, wenn die genauso toll sind wie die anderen Body-Lotions, dann werde ich sie sicherlich öfters kaufen. Okay, und weiter geht's. Das hat sich Elias gekauft. Ihr merkt, Elias war dabei bei meinem Einkauf bei DM. Ja, Tinti, Zauberbart. Ich glaube, egal wie alt er wird, er steht immer auf Tinti. Farbe blau natürlich für Jungs und kostet 2,45 €. Ja, ich habe mal wieder Nagellack-Entferner gebraucht und dies mit Kokosduft, den finde ich einfach am besten. Deswegen, ja, ist jetzt nichts Neues für mich. Er ist acetonfrei, sind 200 Milliliter drin und kostet 95 Cent. Und jetzt, hatte ich euch ja vorhin schon gesagt, Spülmittel Fit ist neben Balea und Ferry eine meiner Lieblingsmarken. Und das kannte ich jetzt noch nicht, Limette Rosmarin. Und habe ich das mal mitgenommen. Ich bin mal gespannt, wie das so ist. Kostet 1,85 €. Und die Flasche ist aus 100% Altplastik, wenn ihr das seht. Ja. Und nochmal ein Produkt, das sich Elias mitgenommen hat. Tinti Badeüberraschung. Neu, wobei ich glaube, das Neue sich darauf bezieht, dass da wahrscheinlich neue Tiere sind. Das sind immer so an der Seite. An der Seite seht ihr es. Verschiedene Motive drin. Ich glaube, das sind Tiere. Und wahrscheinlich bezieht sich das neu darauf. Das macht man ins Wasser und dann entfalten sich da bunte Figuren bzw. Tiere. Ja, und das kostet auch 2,45 €. Vielleicht wisst ihr, mein Mann, der nutzt Listerin. Das ist so seine Favoriten-Mundspülung. Und da habe ich den neuen Geschmack entdeckt. Und zwar mit Ingwer und Limette. Ich bin mal gespannt. Es ist großes Format, steht drauf, mit 600 Milliliter. Mal schauen, wie es immer zusagt. Es kostet 3,95 €. Da fällt schon das nächste Produkt um. Und zwar, ja, noch, das gehört auch zu der Limited Edition mit dieser Caribbean Feeling. Das ist das Body Spray dazu. Und das duftet natürlich nach Kokosnuss. Ich habe es auch probiert. Also, es duftet wirklich gut. Also es duftet eigentlich auch genauso wie die, das Duschgel und die Bodylotion, die ich dazu noch hatte. Also ich kann es euch auch hier mal gemeinsam hinstellen. Wo ist jetzt noch? Da war doch noch. Ah, hier ist es. Ja, die duften wirklich sehr, sehr gut. Also wer Kokos mag, der wird das bestimmt auch lieben. Das Body Spray, das jetzt noch da war, das kostet 1,95 €. Und jetzt haben wir noch was für die Vögel. Und zwar, ich habe Vogelfutter benötigt. Und da habe ich einfach mal das mitgenommen von Dein Bestes. Das ist ebenfalls die DM-Eigenmarke. Und das kostet 65 Cent. Und dann zum guter Letzt haben wir noch ein Produkt. Das letzte Produkt. Auch im Sommer brauche ich sehr viel Labello. Also beziehungsweise Lippenpflege. Das ist jetzt wieder eine Limited Edition und oh, Kokos mit Kokos drinnen. Berry Coco
für zarte Lippen. Ja, also das kostet, ja, also, oh. Und das kostet 75 Cent. Zeige ich euch noch die drei Pakete, die ihr gewinnen könnt. Paket 1 ist Balea. Einmal Caribbean Feelings, Verwöhndusche, dann das Spülbalsam Sunset Paradise, dann Peach Breeze, weiter geht's mit Rasierschaum, auch Caribbean Feelings, mein allzeit geliebtes Kokoswasserspray. Ich glaube, ich muss ein Stück zurückrutschen mit der Kamera, weil es gar nicht alles drauf passt. Dann die Bodylotion von Caribbean Feelings. Das Duschpeeling Cancoco. Das Body Spray von Caribbean Feelings könnt ihr gewinnen. Dann kommt noch ins Paket die Handseife Cancocos. Und noch die Tuchmaske Kaktus sowie die Tuchmaske Copacabana und noch den Labello. Also ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Gut, das ist Paket Nummer 1, das es zu gewinnen gibt. Nummer 2, das es zu gewinnen gibt, ist das Dorfpaket. Und zwar mit zweimal Bodyjoghurt, einmal Macadamia Reismilchduft und das zweite Granatapfel Shea Butterduft und dann der Selbstbräuner von Dove Pflegeplus Summer Glow Body Lotion. Paket Nummer 2. Das Paket Essence. Ups. Mit der Palette Wannabe My Honey. Und der Palette Hello Berlin oder Hallo Berlin. Ja, das ist das Paket Nummer 3, Essence. Ich zeige es euch auch nochmal von innen kurz. Ups, die Farben, die finde ich so schön, die Farben hier. Und von der Palette, ja, das ist unser Paket Nummer 3. Das war mein DM-Haul für heute. Und jetzt haben noch drei von euch die Chance, die drei Pakete zu gewinnen, die ich euch gerade gezeigt haben. Also entweder das Balea-Paket, das Essence-Paket oder das Darf-Paket. Ja, und was ihr dafür tun müsst, ist diesmal nicht so ganz einfach, denn ihr müsst meine Abonnentenzahl erraten. Und die drei, die am nächsten dran sind, haben die Chance, eines der Pakete zu gewinnen. Außerdem müsst ihr noch in die Kommentare schreiben, neben der geschätzten Abonnentenzahl, welches Paket ihr denn gerne gewinnen möchtet. Ja, ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Falls nicht, schaut in die Infobox, da werde ich euch nochmal alles reinschreiben. Ja, das war's dann wieder von mir für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Trotz meinen vielen Versprechern und meinen vielen Gerede. Ja, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Eure Tina Cini.